So, da ist die andere Anlaufstelle. War alles so geplant. War alles so geplant. So, jetzt lassen wir sie erstmal ranziehen, ne? Und sonst werde ich noch überfahren. Geht es echt? Ja, ist mir schon passiert. Ups. So. Hallo Seagull. Oh, verdammt. Ich wollte auf den Stein. Nein, 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 nicht überfahren. Nicht überfahren. Siehst du die Meierstele schon? Ja. Du Lügner. Doch, da oben ist der Stein. Scheiße. Ich wollte. Er hat es wirklich gesehen. Tja. Ich habe erst gedacht, das wäre dann wieder ein zweiter Baum. Ich habe gedacht, das ist die Meierstele, habe ich gedacht, oh, verdammt, das könnte ein Baum sein. Ja. Okay. Es sind nur die unteren drei. Okay. Das Schiff hat gar nichts damit zu tun. Nein. Es wird einfach nur so angezeigt. Okay. Können wir das erreichen? Wir schaffen das. Nein. Abrollen, dann passiert nichts. Da ist es versteckt. Oh ja. Wie viele brauchen wir eigentlich? Insgesamt 12 oder so, oder? Das können wir gleich nachschauen, Lukas. Das können wir gleich nachschauen. Ich will jetzt aber jetzt essen. Das können wir gleich nachschauen, Lukas. Gleich. Gleich. Ei, noch ein Schlüsselstein. Ei. Und wir brauchen doch noch einen. Herstellung, wir könnten uns was herstellen. Oh. Aber. Fortschrittsanzeige, glaube ich, ist es. Und. Nein, Tavernenmeier stehlen. Hauptsequenzen 32%? Ja. Wir sind ein Drittel durch. Hallo, what? Ja. Uns fehlen noch 2, 4, 6, 9, nein, 7. Autsch. 9, 10, 11. Es fehlen noch 11. Es fehlen noch 11. Igitt. Mhm. Ja. Guck mal, da rechts ist der Reiter Meierstelen. Was? Zwei weiter runter. Ja, wir haben das gefunden. Das können wir jetzt teilen, wenn du willst. Nee. Also außer du willst... Wir sind Social Media geil. Yeah. Ich teile alles. 16 durch 7. 17 durch 8. Ja, was ist 16 durch 7? 2 Drittel. Ja. Doch. Ja. Ja! Schüttelt den Kopf und sagt ja. Hör auf, mich zu verwirren. So, jetzt bin ich aber gerade am Überlegen, was, oder am Rechnen, was 2 Siebtel sind. Warte. Ein Siebtel müsste. Ein Siebtel müsste 0,14 irgendwas sein. 0,2 irgendwas. Nein, nein, nein. 0,14 irgendetwas. 0,15. 7 mal 5 ist 35, das ist schon zu viel. 0,145. Rechne mal. 7 mal 10 sind 70. Ja. Und dann 7 mal 4 sind 21. Da sind wir bei mal 4 ist 28. Noch besser, sind wir bei 98. So schaut es aus. Cool. Also besser noch, sind wir bei 28. Das sind wir bei 98. Und dann fehlen noch die 2, sind also 0,144. Ein Siebtel ist 0,144. Dein Rechenweg geht mir gerade überhaupt nicht auf, aber okay. Warte, so. Ich hätte jetzt gesagt, das sind 2 Siebtel, hast du gesagt. Du musst ja, ein Siebtel ist ja eine Zahl, die, wenn du mal 7 nimmst, 1 ergibt. Beziehungsweise 100%. Aber ich bin gerade bei 0,2. 0,2 wärst du bei 1,4, wenn du mal 7 nimmst. Also bei 140%. Also es ist auf keinen Fall eine 0,2. 0,2 irgendwas. Es ist auf jeden Fall darunter. Also eine 0,1. Wenn du 0,1 mal 7 nimmst, bist du bei 0,7. Das heißt, die zweite Nachkommastelle
Mit der musst du jetzt so nah wie möglich an... Warte, ich kann dir gern mein Handy geben. Ich sag 0,144. Ich steuere du mal. Da, hier. Ich meine, ich weiß ja selber, dass ich keine Leuchte in Mathe bin. Also ich bin durchaus bereit einzugestehen, dass ich mich gerade total vertue. 1 geteilt durch 7 ist gleich 0,14285714248. Okay. Sag ich doch 0,142. Nee, ich hab gesagt 0,144. Ja, du hast gesagt 0,144. Ja. Das ist halt 0,143, wenn man es auf 3 Stellen runterrechnet. Okay. Das heißt, ich bin um 0,001 daneben gelegen. Oh nein. Oh nein. Und du warst Frechheit. Und du warst um 0,06 daneben. Ja, binden Sie mir auch noch auf die Nase. Gerne. Du fährst an einem Fort. Gib her. Das mache ich schnell. Schnell. So, das sind 2 Punkte vorne. Oh ja, wir müssen raus aus dem Reisetempo. Dann können wir erst die Mörser verwenden. Feuer! Na, 2 vorne. Schlag eingestellt. So. Huch. Das war daneben, glaube ich. Ja, es geht schon. Geht schon. Ja, es geht schon. So. Ein Schott hat's völlig zerlegt und ja, ich Vorsicht auf dann. Ich werde da raus. Schau dir mal die Leben vom Schiff an. Die Panzerung muss ja eigentlich sein. Scheiße. Au. Oh. Wir sind beschädigt! Feuer! Auf den Wachraum! Wurde getroffen, Sir! Sieht schlecht aus! Sind feindliches Feuer! Schiff bricht den Zweikern! So, ist schneller, wenn wir desynchronisieren, als hier rauszukommen. Aha, ein Treffer noch und wir sind hier hinüber. So. Tatsächlich. Überstehen wir das gerade? Nee. Nee, tun wir nicht. Ewig. Tun wir wohl. The fuck? Das ist nicht so schwer, aus einem Kampf zu entkommen. Aber die Jackdaw ist jetzt immer noch mega kaputt, oder? Ja, klar. Klar ist sie noch mega kaputt. Das ist nicht so wie mit unserem Leben. Hä? Das ist nicht so wie mit unserem Leben. Die regeneriert nicht, nee. Das heißt, am besten irgendwie ein Kanonenboot finden oder so. Irgendwas, was du ganz schnell... Ein Kanonenboot. Stimmt eigentlich, warum eigentlich ein Kanonenboot? Wir segeln jetzt... Nach da. Nach Kingston. Nee. Nee, segeln wir nicht. Wieso nicht? Was scheiße ist. Ja, was ist das MI da rechts unten? Was? Da geht's nach Mystery Island. Mystery. Ich geh mal Richtung unentdeckter Ort. Vielleicht gibt's da eine Schiffswerft. Vielleicht und hoffentlich gibt's da eine Schiffswerft. Aber noch sind wir im roten Bereich. Das heißt, ist ein bisschen ungünstig. Mhm. Wir müssen einfach nur den Booten ausweichen. Das ist doch nicht so schwer. Ich erinnere dich nachher dran. Ah, das ist mitten im Meer, oder? Nee. Ja. Ja. Dann gehen wir hier hin. Nee, da ist auch keiner. Keine Schisswerft? Dann gehen wir halt hier hin. Dann gehen wir halt nach Kingston. Halt! Wir gehen, wohlgemerkt. Halt, Steuerbord! Wir gehen über das Wasser. Ja. Weil wir können. Halt, Steuerbord. Why did you do that? Because I'm Batman. Hart, Steuerbord. Mhm. Ich weiß, wo Steuerbord ist. Schön. Ja. Schön. Ja. Ist aber auch nicht schwer zu merken. Nee. Nee. Wo ist Steuerbord? Rechts. Richtig. Und warum ist Steuerbord rechts? Weil früher die meisten Leute Rechtshänder waren. Oder weil vielleicht früher von den Engländern die Kutschen auf dem rechten Sitz gesteuert wurden. Halte ich für ein Gerücht. Okay. Konvoi! Ja, nein. Was denn? Jo. Er hat vorgeschlagen, den Konvoi anzugreifen und ich sagte, nö. Nein. Nein. Wow! Genau, wo ich reingeschaut habe. Cool. Sagte Thunfisch zum Walfisch, was wollen wir mit Thunfisch? Sagte Walfisch zum... Thunfisch? Thunfisch, du hast den Walfisch. Witzig. Hi! Der winkt uns immer so schön. Du.
Ups, da müssen wir reindenken. Aber hier gibt es bestimmt eine Werft, oder? Ja, ja. Und ein Ford. Und auch ein Audi. Und Nissan. Oh. Ach, Lukas. Das ist Kingston. Are you fucking kidding me? Das war Kingston, das war das perfekte Thumbnail für Kingston. Schön, aber. So, schön, war. Harbor Master. What might you be requiring? What might you... What might you be requiring? A new ship, my friend. A new fucking ship. I'm shipwrecked. 207 Real, das geht ja. Wir verkaufen mal. Und zwar Fracht. Und zwar... Zucker. Wir brauchen ja sonst für nichts. Bringt 100, ach, 2600 Real. Alles verkaufen. Tschüss. Tschüss, Zucker. Tschüss, Zucker. Rum. Süß war's mit dir, aber... Tschüss, Rum. So, und mit dem einen kann man jetzt noch was bauen. Gibt's doch keine Rumkugel mehr. Du kannst ja rumkugeln. Schau mich nochmal genau an. Und sag mir, ob ich rumkugeln kann. Wer weiß? Ja, ich trage bestimmt nur ein Korsett. Ja. Verstärkte Jagdkanonen. Das sind aber die nach vorne schauen. Ja, ich vier glaube, nach vorne gerichtete. Das sind nur 75 Holz, hole ich mir. So ein Ramsporn kann richtig, richtig wehtun für die Gegner. Okay. Oh, wir haben knapp 6000 Real. Ja. Schön. Ja. Finde ich.